Hallo Rüdiger, 2:1 gegen Zürich verloren. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, es sind alle Spieler zum Einsatz gekommen, auch die U19-Spieler, Spieler aus der zweiten Mannschaft. Knappe Niederlage gegen den Schweizer Erstligist. Ich glaube, das kann passieren. Nach einer Viertelstunde haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, das war der Start in die Partie, hat man gesehen. Da waren sie sehr griffig, bei uns die Abstände nicht so gut. Ab dann haben wir uns eigentlich gefangen und war ja ausgeglichenes Spiel, wo wir ja ein paar Sachen gut gemacht haben, ein paar Sachen schlecht. Ich glaube, deswegen haben wir dann auch schlussendlich verloren. Trotzdem sind alle verletzungsfrei durchgekommen. Von daher ist das so in Ordnung. Hallo Manu, nach langer Zeit jetzt endlich wieder ein Fußballspiel. Wie war es für dich? Ja, war ja nicht so eine lange Pause. Von daher ging es noch. Dann trotzdem 90 Minuten gegangen. Schon ein bisschen anderes Gefühl wie die Trainingseinheiten, aber es ist einfach gut, um wieder in Rhythmus zu kommen, weil es geht ja schon in gut einer Woche, knapp 2 Wochen geht es ja schon wieder richtig los. Wie siehst du die Leistung der Mannschaft heute? Ich glaube, wir hatten einen guten Gegner, waren viel defensiv gefordert, haben es eigentlich großteils ganz gut gemacht, aber ja, Zürich war ein starker Gegner, hat sich auch Chancen rausgespielt. Wir hatten auch wenige Chancen, die man mit Sicherheit besser nutzen könnten. Aber alles in allem ist der Sieg, glaube ich, für Zürich verdient. Und ja, darum geht es im Testspiel nicht so ganz. Aber ja, es war defensiv, glaube ich, ein ganz guter Test. Und darauf müssen wir aufbauen. Und wenn es geht, die 2 Gegentore noch weglassen.